Jo, ich bin Günther aus Günthers Hörspielstube und heute ist der letzte Tag des Jahres, Silvester, und wie ihr vermutlich wisst, mache ich im Normalfall an diesem Tag ein längeres Video, wo ich über mein ganzes Jahr rede. Da ich jetzt in den letzten Wochen ziemlich krank war und meine Stimme sich immer noch nicht ganz erholt hat, habe ich das bisher einfach nicht hinbekommen. Es kann gut sein, dass ich so ein Video noch mache und dann im Januar als eben Jahresrückblick hochlade. Aber ich wollte auch nicht ganz gar nichts zum Jahresende jetzt machen. Deswegen habe ich auch aus eigenem Interesse mal wieder eine Forms-Umfrage erstellt. Vielleicht erinnert ihr euch, einmal gab es auf meinem Kanal bereits eine solche Umfrage. Und da ging es darum, dass ihr eure Lieblingscharaktere aus Pokémon Mystery Dungeon Plotkrieg wählen könnt. Dieses Mal ist das Ganze etwas übergreifender. Ich möchte einfach etwas Feedback zu Hörspielen bekommen, wissen, welche Hörbücher euch im Kopf bleiben, welche euch gefallen, welche euch vielleicht auch nicht so gut gefallen, was ihr hören möchtet. Ich mache daraus jetzt ein kleines Video anstatt wie sonst ein Community-Post, einfach da ich relativ sicher bin, dass es so mehr Leute sehen. Und ja, in der Beschreibung und in einem angepinnten Kommentar findet ihr einen Link, mit dem ihr ganz schnell, anonym, an der Umfrage teilnehmen könnt. Ich werde auch während dem Video noch überlegen, ob ich es noch etwas überarbeite, einfach... Weil warum nicht? Ich möchte mal ganz kurz mit euch über diese Umfrage drüber gucken und über ein paar Punkte reden. Und zwar, wie oben steht, ich möchte einfach mal hören, was euch gefällt, was nicht, alles Mögliche. Und dafür hilft es mir einfach, ein bisschen Input zu bekommen. Und zwar, die erste Frage habe ich mir gedacht... Okay, woran denken Leute eigentlich? Was bleibt im Kopf vom Kanal? Wenn ihr also meinen Kanalnamen hört, welches Hörbuch fällt euch zunächst ein? Es geht dabei nicht darum, ob euch das Hörbuch überhaupt gefällt oder ob ihr es vollständig gehört habt. Gar nichts darum, nur wenn ihr den Kanalnamen hört, an welches denkt ihr? Ihr seht... Ich habe nicht einfach die Walross-Edition als Ganzes oder sowas, sondern es gibt die Auswahl zwischen Walross-Edition 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es gibt die Wesen unseres Planeten, es gibt Plotkrieg, es gibt anderer Plotkrieg, es gibt Never Alone, es gibt die drei Sage der Flamme Geschichten, die bisher öffentlich sind. Das sind die Antwortmöglichkeiten. Ich hoffe, ich bin nicht komplett blöde oder habe ein Hörspiel vergessen. Es gibt auch noch ein Feld Sonstiges, das ist am ehesten gedacht, falls die Antwort eine Spezialepisode ist. Denn ich habe ja auch einige Spezialepisoden zu Plotkrieg oder zur Walross-Edition. Und falls es eine davon ist, könnt ihr hier ankreuzen und das eingeben. Ich habe nur nicht wirklich damit gerechnet, dass diese Spezialepisoden das erste sind, an das man denkt bei meinem Kanal. Wenn es gerade... die großen Hörbücher gibt. Dann als zweites, wo ich mir vorstellen kann, bei einigen ist es vielleicht recht ähnlich wie die erste Antwort. Selbe Liste. Welches Hörbuch mögt ihr am meisten? Was ist euer Favorit von diesen bereits veröffentlichten Hörbüchern? Dann, auch wichtig für mich zu wissen, welches dieser Hörbücher habt ihr eigentlich noch nicht angehört? Dann ist es natürlich für mich auch nochmal anders zu wissen, wenn jemand sagt, ja. Sagen wir mal, Plotkrieg ist mein Lieblingshörbuch und das, was mir zuerst einfällt. Aber ich habe die ganze Walross-Edition nicht gehört. Auch ganz wichtig, wie ihr seht, hier kann man jeweils eine Antwort geben. Hier unten kann man bis zu alles ankreuzen. Es sind wieder genau dieselben Dinger zur Auswahl. Mit dem einzigen Unterschied, dass ich dieses Mal hier auch mehrere Spezialepisoden einfach so angegeben habe.
Ich hätte die doch mal einzeln aufschreiben können, aber das habe ich einfach nicht für sinnvoll erachtet. Oder natürlich, wenn ihr ganz extrem dabei seid und alles angehört habt, dafür gibt's auch ein Feld. Was ich auch kurz sagen möchte, weil vielleicht überlegen gerade manche von euch deswegen, die Walross-Edition in Dumm zählt für mich irgendwie nicht so als vollständiges Hörbuch. Ich möchte die einfach hier nicht einbauen, weil das eher so ein Nebending ist. Jetzt als nächstes kommt die Frage, die für viele von euch wahrscheinlich am interessantesten ist. Und auch für mich, um rauszufinden, was ihr sehen möchtet. Eine ganze Liste an Geschichten. Wenn du die Wahl hättest, dass eines der Hörbücher, die in der Liste hier stehen, irgendwann Realität wird. Aber ihr könnt nur ein einziges wählen. Welches würdet ihr nehmen? Und zwar habe ich einfach so alle möglichen Ideen, die ich hätte finden können, mal zusammengeworfen. Egal, ob ich überhaupt schon mal irgendwann einen Gedanken dran verschwendet habe, das wirklich zu schreiben. Und zwar hätten wir die Möglichkeit einer neuen Walross-Edition nach der Sage der Flamme, ein Nachfolger zu Plotkrieg, ein Nachfolger zu Die Wesen unseres Planeten, was ich als einziges in die Anführungszeichen gesetzt habe, weil, ja, ehrlich gesagt, selber keine Ahnung. Die Übersetzung und Vertonung von Never Alone 2, was ja schon lange geschrieben ist, steht zur Auswahl. Eine Vorgeschichte der Weltenbäume aus der Walross-Edition wäre ja theoretisch auch umsetzbar. Ein neues Spin-Off zur Walross-Edition. Also sowas ähnliches wie ein anderer Plotkrieg zu Plotkrieg. War einfach etwas, das aus dem Kanon herausfällt. Dann natürlich auch einfach ein weiteres Plotkrieg-Spin-Off wäre möglich. Das wollte ich jetzt nicht anklicken. Ignoriert das. Ich will hier nichts irgendwie beeinflussen. Mir geht es hier darum, eure Meinung zu kennen. Oder als letztes ein Slice-of-Life-Hörspiel in einer existierenden Pokémon-Hörbuchwelt. Hier steht auch dabei, falls ihr nicht wisst, was Slice-of-Life ist. Im Prinzip, da geht es weniger um große Handlungen, viel Action, alles Mögliche. Das ist im Prinzip eher, man folgt Charakteren im alltäglichen Leben. Es ist einfach deutlich ruhiger als alles andere. Und auch eine wichtige Frage. Dieselbe Liste noch einmal. Wenn theoretisch die Möglichkeit bestehe, was natürlich eine bisschen große Liste dafür, aber wenn die Möglichkeit bestehe, dass alles davon kommen kann, gäbe es etwas, bei dem ihr sagen würdet, selbst wenn es die anderen nicht beeinflusst, ich würde es aktiv nicht haben wollen. Mit nochmal der genau selben Auswahl wie weiter oben. Und ganz zum Abschluss, welches dieser Hörbücher war eigentlich euer erstes? Das ist nochmal genau dieselbe Liste wie hier oben, wo auch die Spezialepisoden drinstehen. Und die Option, ich habe noch keins der Hörbücher gehört. Ja, ist selbsterklärend. Ich denke, ich mache kurz einen Cut. So, bin wieder da. Ich habe mal kurz die Bearbeitungsseite eröffnet. Und zwar möchte ich einfach noch ein paar Fragen jetzt mit euch zusammen hier einfügen, damit wir auch direkt drüber reden können. Schieben wir das mal ein bisschen runter. Ich möchte das nicht als erste Frage, sondern gehen wir da mal hier vor die Frage, die wohl am interessantesten ist. Und zwar, welcher Charakter aus meinen Hörbüchern ist dein Favorit? Denn ich möchte ja auch wissen, was genau für Charaktere mögt ihr eigentlich? Ich weiß natürlich ein paar Sachen, die es gibt. Ich lasse euch hier einfach einen Kurzantworttext. Meinetwegen könnt ihr da auch gerne, schreibe ich gleich mal dazu,
Ihr könnt bis zu 3 Charaktere schreiben. Und das will ich gleich betonen. Es hilft mir deutlich mehr, wenn ihr tatsächlich relevante Charaktere nehmt. Also wenn ihr jetzt irgendwie schreibt, ja, mein Lieblingscharakter ist aus der, ich glaube, Königsliga in Plotkrieg. Da gab es einen Potrott im einen Team, den fand ich toll. Ja, daraus weiß ich nicht, was für Charaktere ihr mögt und was ich einarbeiten muss. Also, daraus kann ich nicht viel ziehen. Also, es wäre hilfreich, wenn ihr Charaktere wählt, die zumindest eine gewisse Relevanz haben. Am besten jetzt nicht gerade jemanden, der noch nicht mal was gesprochen hat. Deswegen, ich möchte euch da jetzt keine großen Limits setzen. Ich sage, es hilft mir definitiv mehr, wenn ihr etwas relevante Charaktere nimmt. Wobei relevant jetzt auch nicht nur heißt, wirklich nur die Hauptcharaktere. Aber im Prinzip halt ein Charakter, der so mehr als 3 Sätze mal sagt in einem Hörbuch. Das ist so das Wichtigste. Ich mache hier keine Liste an Möglichkeiten, weil es gibt so viele Charaktere, die möglich wären. Da würde ich ewig an der Liste sitzen. Dann möchte ich direkt noch eine Frage zu Charakteren hinzufügen, die in die andere Richtung geht. So, auch ganz wichtig, wie ihr vielleicht gesehen habt, alle Fragen sind Pflichtfragen. Bei dieser hier lasse ich das aber tatsächlich aus, einfach weil, naja, die Frage ist jetzt relativ provokant, sage ich mal. Gibt es Charaktere, die du einfach streichen würdest aus den Hörbüchern, weil du sie nicht magst, weil du findest, sie sind einfach unnötig? Da ist natürlich auch wieder der Punkt, ähnliches, bezieht euch auf relevante Charaktere, weil ich weiß selber, dass ich jetzt zum Beispiel, bleiben wir, wo wir gerade waren, Potrott aus Plotkrieg streichen könnte, ohne dass es viel ändert. Das weiß ich selber. Im Prinzip ist das hier umformuliert für, gibt es einen wichtigen Charakter, den ihr echt einfach nicht mögt? Auch wichtig, mit nicht mögt, meine ich nicht zum Beispiel, ihr findet den Antagonisten schlimm, weil er ist eben unmoralisch. Es geht wirklich drum, findet ihr den Charakter schlecht geschrieben? Das ist wirklich der wichtige Unterschied. Ich möchte jetzt nicht irgendwie hören, ja, also ich mag Omega nicht, weil der verhält sich doof. Also, okay, dann komisch formuliert von mir. Weil er verhält sich unmoralisch, weil er ist böse. Ich mag nicht, was er tut, so ungefähr. Wenn ihr sagt, ja, ich würde Omegon streichen, weil wie er sich verhält, ergibt keinen Sinn. Er verhält sich jedes Mal anders als vorher. Weil, keine Ahnung. Omega, das ist ein seltsames Beispiel, weil wenn ich jetzt sagen würde, weil er trägt nichts zur Story bei, dann würde ich euch auslachen, wenn ihr das schreibt. ihr könnten auch gerne Begründungen dazu schreiben, müsst es aber nicht. Ja, ich wollte jetzt noch Charaktere kurz einfügen, damit wir auch über die mal bisschen was haben. Was mich jetzt echt noch sehr persönlich interessiert. Nicht Kästchen.
Ich füge auch noch mal dazu gerne mit Begründung bei all diesen offenen Fragen. Weil Begründungen helfen mir natürlich zu verstehen, was mögt ihr nicht. Ist natürlich, ja, bisschen einfacher damit zu arbeiten dann. Das interessiert mich gerade wirklich, weil wir reden über die Hörbücher als Gesamtes, wir reden über die Charaktere. Aber wirklich die kleinen Einheiten, die das ganze Jahr ausmachen, die zweimal die Woche erscheinenden Kapitel. Gibt es im Verlauf all meiner Hörbücher irgendein Kapitel, welches irgendwie sehr besonders in eurem Kopf hängen geblieben ist? Ich überlege gerade, ob mir persönlich eins einfällt, an das ich mich einfach aus irgendeinem Grund besonders erinnern kann oft. Das da vielleicht einfach drunter fallen könnte. Zum Beispiel ein Kapitel, das mir persönlich relativ im Kopf ist immer. Es ist so das Erste, woran ich denke, wenn ich an Plotkrieg denke. Ich weiß gerade nicht die Zahl, das müsste ich nachgucken. Aber es ist eben das Kapitel, in dem Kelt zurück in das, natürlich kleine Spoiler jetzt, zurück ins Team kehrt, nachdem er weg war, jetzt irgendwie besessen ist. Einfach, als es den Kampf gegen ihn gibt und er das erste Stück der Plot-Armor für sich gewinnt. Irgendwie das Kapitel bleibt mir immer relativ im Kopf. Oder auch aus Plotkrieg, was mir ziemlich im Kopf bleibt. Hier könnt ihr übrigens auch gerne mehrere schreiben. Was mir auch immer im Kopf bleibt, ist ganz kurz vor dem Finale. Das Kapitel, bei dem Aurora und Mashedo nochmal auf die ganze Plot-Elite treffen und dann Endynalos zu Zeta wird. Was mir eher ein bisschen im Kopf ist, weil ich persönlich es beim Schreiben tatsächlich einfach nicht gut fand. Auch wenn ich finde, es ist letztlich im Hörbuch doch ganz gut rangekommen. Aber ja, dann haben wir noch diese Frage, die mich ziemlich interessiert. Und ich überlege gerade, ob ich noch etwas einbauen könnte oder ob ich euch diese Umfrage dann so überlassen würde. Gerne natürlich, wenn ihr irgendwas Spezielles noch dazu schreiben wollt. Also ich gucke mir primär diese Umfrage an. Aber ich werde es jetzt nicht übersehen, falls ihr auch was in die Kommentare schreiben wollt oder so unter diesem Video. Ich bin noch kurz am Überlegen, aber ich denke, für jetzt lasse ich es so. Vielleicht füge ich kurzfristig noch was hinzu. Das seht ihr dann ja, falls ich es mache. Deswegen würde mir echt helfen, wenn ihr da teilnehmen wollt. Vielleicht macht es euch selber ja auch ein bisschen Spaß. Wäre cool. Natürlich vor allem hier in dem Bereich würde mich sehr interessieren, was ihr in der Zukunft sehen wollen würdet. Aber allgemein wäre einfach echt mal interessant für mich, diese ganzen Sachen zu sehen. Dementsprechend, wenn ihr mitmachen wollt, wäre es sehr cool für mich. Wenn nicht, natürlich auch in Ordnung. Schreibe ich halt einfach weiter, wie ich es im Moment tue, so ungefähr. Ich habe sowieso schon viele Ideen, auch wenn ich im Moment beim Schreiben relativ langsam bin. Ich sag auch mal hier, ich will das gleich sagen, seht jetzt gerade diese Frage, die so ein bisschen provokant wirkt. Seht diese Frage nicht so unter Motto, ja, ich werde eins davon schreiben, aber wirklich nur das, was hier am meisten gewählt wird. Ein paar von diesen Geschichten habe ich wirklich gar keine Pläne zu machen, vielleicht kommt's noch. Ein paar von diesen Geschichten habe ich schon drüber nachgedacht, ein paar von diesen Geschichten bin ich schon relativ sicher, dass ich sie mache. Ich sag sogar mal ganz offen, eine von diesen Geschichten schreibe ich im Moment sogar schon als Zwischending zwischen Walross-Edition Sage der Flamme 4 und 5. Da schreibe ich eine dieser ganzen Sachen derzeit. Ich habe gerade kurz gedacht, ich habe die Never Alone Option gelöscht, aber nee, die Antwort ist nur so lang. Dementsprechend denkt nicht, dass es hier irgendwie wirklich um vieles geht bei dieser Abstimmung. Es geht wirklich einfach für mich ums Sehen. Dementsprechend euch allen einen guten Rutsch, insofern ihr das heute noch seht. Ansonsten frohes neues Jahr oder was auch immer gerade ist. Dann schönen Tag noch.